So, liebe Freunde, weiter geht's im Text. Ja, hier, was ich gestern noch kurz erwähnte, ich zeig's mal, eben. Da ist ein Glowstone runter. Wenn man den Teppich wieder draufpackt, leuchtet er trotzdem. Also die Tischmitte ist jetzt schön erhellt. Im Gegensatz zu den Rückseiten des Thrones hier. Das kann man natürlich auch noch machen. Hier einfach hinter jedem Thron so eine Fackel auf dem Boden. Einfach um zu zeigen, dass man es hat. Ja. Tür. Stuhl auf, Stuhl zu. Also jetzt ist hier auf jeden Fall perfekt ausgeleuchtet. Ja, also jetzt kann hier echt nichts mehr passieren. Aber es bedarf einiges an Material. So. Ich denke, ich werde die tatsächlich schon einen tiefer daran kommen lassen. Müssen. So weit wollte ich hier mit diesem Bau eigentlich noch gar nicht gehen. Ich wollte den ja eigentlich nur so ansatzweise, aber jetzt sind wir schon mal dabei. Wobei ich auch vorhabe, hier die Birkenplatten gegen andere auszutauschen. Ich setze jetzt, warum will denn das nicht? Ich setze sie jetzt trotzdem erstmal. Hä? Irgendwas stimmte wie der nächste. So reinkommen und so rausgucken. Wisst ihr was? Jetzt sind wir schon mal dabei. Habe ich jetzt schöne Stufen da? Gerade nicht. Wir können ja schon mal gucken, wie das dann hier reinführt. Und theoretisch kann man das dann sogar noch mit irgendeiner Art Geheimgang zumachen oder so. Schon des Ausgleichs wegen sieht das natürlich dann hübscher aus, wenn man das so macht. Dann ist dies ein sehr besonderes Fenster. So Leute, dann machen wir das gleich mal. Dann machen wir hier jetzt mal zu. Mist. Da setze ich, wie gesagt, noch andere Stufen rein. Habe ich noch Erde dabei? Dabei nicht. Dabei ist alles. Ich stelle mich gerade ein bisschen dämlich an. Irgendwie habe ich den Eindruck. So viele Folgen nehme ich doch noch gar nicht auf gerade. Und hepp. Über die Lehne gejumpt. Hashtag Jump. So, und einer bleibt über. Nee. Also ja, also bleibt er über, aber da soll er nicht hin. Huch, jetzt ist aber... Ich habe den Vergleich schon öfter mal angebracht. Von dem Hinterteil eines gewissen Raubtieres.
in dem es ja eh nicht düster sein soll, wie es jetzt hier ist. Ein Bär, nämlich. So, aber jetzt bin ich ja gleich unten, denn wird es auch wieder heller. Heller und pfennig wird's. So. Achso, ich bin schon unten. Das ist ja auch was Feines. So. Ah, hier ist noch ganz viel Holz. Gut Holz. Nehmen wir mal die beiden hier weg. Und siehe da, wir haben wieder eine geschlossene Felswand. Haha. Dann, schachten wir mal hier einen Fußboden aus. Und zwar da auch noch. Das ist nämlich einfach sicherer, wenn man das so macht. So, das wären ja dann Wände. Und hier kommt dann die Leiter dran hoch. Und da in der Mitte, da könnte man Zaun setzen oder sowas, oder? Das ist einfache Arbeit, das geht gut. Habe ich jetzt alle erwischt, ja. Der Beruf des Leitersetzers war nie sehr angesehener, anspruchsvoller Beruf. Hier könnte eine Klappe drauf, oder muss eine Klappe drauf, sonst fällt man da ständig runter. Aber nichtsdestotrotz ein wichtiger Beruf. Ja, ja. Ich glaube, auch da werde ich mal andere Zäune nehmen und die Netherzäune dann einer Wiederverwendung zuordnen. Ich glaube, Washaki war es, der meinte, lass die doch weg und dann hast du da... Da brauchst du ja keinen Zugang, aber das ist rein praktikabel, dass ich von der Burg aus auch mal in den Garten rüber kann. Und außerdem ist die Brücke schon so ein altes Urgestein hier, deswegen habe ich mich entschlossen, dass die bleiben soll. Aber ich habe es überlegt gehabt, also... Es gab auch die Überlegung, sie einfach wegzunehmen. Bis auf die kleine Unregelmäßigkeit, was die Position des Fensters angeht, die ich jetzt nicht mehr ändern will, werde und auch nicht kann, haben wir jetzt hier einen neuen Aufstieg. Aber auch hier kann man ja sagen, es muss ja nicht immer alles symmetrisch sein. So, mit was füllen wir denn hier die Wände draus auf? Was für eine Farbe kriegt das denn? Kriegt es überhaupt eine Farbe oder wird's etwas Simples. Jetzt, ich hätte ja noch ein anderes Gebäude, wo ich einen Grundriss für machen müsste, aber ich mache das jetzt hier einfach erstmal soweit, glaube ich, so gut wie fertig. Ach so, ja, die Rückwand. Na, die bleibt jetzt aus dem Fels. Ich hatte erst überlegt, die auch auszutauschen, aber ich glaube, da wird mir wahnsinnig bei. Eventuell mache ich das nochmal so irgendwann. So, jetzt mal gucken. Was haben wir denn hier an gefärbtem Ton reichlich? Natürlich den grauen, der ist aber eigentlich für die Klinik dann gedacht. Braun sieht
gelinde gesagt, doof aus. Da haben wir nicht genug. Andesit? In Rohform vielleicht? Den grünen Turm. Hm. Der Granit ist ja für woanders gedacht. Hm. Sandstein? Da muss man erstmal genug von haben. Rissige Dinger oder diese Tempelsteine. Ich belasse es erstmal dabei und ihr könnt mir ja sagen, was ihr meint, woraus das Ding, dieser seltsame Aufstiegsturm, denn dann bestehen soll. Oder? Wär das eine gute Idee? So, und ich nehme mir jetzt Zäune mit. Davon haben wir jetzt ja nicht mehr so selten viele. So wenige. Haben wir jetzt mehr von. So rum, wollte ich sagen. Achso, und ein Wassereimer. Ich glaube, ich habe auch noch einen. Der gefüllt ist. Nee. Habe ich nicht. Lava-Eimer habe ich einige. Und das ist noch für etwas. Das kommt später. Aus dem magischen Brunnen kann ich nichts entnehmen. Das ist sonst auch gefährlich. Und das ist nur ein Zweier-Wasserloch. Hallo Leute. Ich muss mal kurz ans Meer. Merde. Sehr schön. Achso, jetzt muss ich noch eine Klappe holen. Bevor ich dieselbige dann bald wieder halte. Um dann zu gucken, wie wir Donnerstag weiterverfahren. Klappen, Holzwaren. Ja. Ja, die Brücke, dieses Birkenholz, damals, als ich die gebaut habe, gab es ja nichts anderes, ne? Ich glaube, da macht man eher so Schwarzeiche und Birke dann so in der Mitte oder sowas. Oder so halt. Das lasse ich mal so, dass man dann hier gleich so rausgespült wird. Und hier muss eigentlich auch was davor, sonst springt man zu weit, ne? Müssen wir den noch um einen erweitern? Was meinst du? Kleiner Bruder von Tim. Also Tom bist du ja. Wir können es doch einfach so machen. Und dann kommt hier die Klappe drauf. Wie gesagt, hier kommen ja dann Wände rein, also braucht man sich jetzt keine Sorgen machen. Aber wenn ich jetzt also von oben runter will, das testen wir gleich mal, gehe ich einfach hier hin, springe hier runter an der Stange entlang und es kann eigentlich nichts passieren, wenn ich wieder rauf will. Das reicht nicht ganz, aber ein paar können wir dann auch hochziehen. So. Bis dahin, wenn ich hier hoch will, gehe ich hier wieder hoch. Ganz einfach. Jetzt könnte ich hier auch noch eine Klappe draufsetzen und den einen tiefer machen, aber das ist dann immer so anstrengend, da rauszusteigen. Deswegen lasse ich es erstmal so. Hier kommt dann noch eine Tür rein. Ja, und wie gesagt, ihr sagt mir mal, aus was die Wand dieses Turmes hier dann bestehen soll. So. Kleine...
aber mir immer sehr wichtige Detailarbeiten noch. Und dann fange ich nochmal mit dem Grundriss des Hauses da draußen an. Des Torhauses. Oder macht der nächste Folge weiter. Wie man es halt so schafft. Ja, mach jetzt einfach neue. Ich glaube, 4 reicht auch gerade, ne? Eine Werkbank nehme ich mal mit für da vorne, weil Werkbänke gehen ja schon wieder zur Neige. Man hat ja nie genug Werkbänke. Also Werkbänke sind so ein Ding, das muss man ständig neu bauen, weil die gehen einem immer aus. Die verbrauchen sich auch so schnell. Nein! Oh nein! Doch nicht, nicht doch. Gott sei es gedankt, dass ich hier noch so einen habe. So. So, et voilà. So sieht es dann auch so aus, wie ich mir das vorstelle. Gut, okay. Dann eben so. Es funktioniert. Es funktioniert gut. Man ist schnell wieder unten. Und es kann einem nichts Böses widerfahren. Ja, und hier kommt nur so ein kleiner Weg dran lang. Der dann auch hier hinter den Gebäuden dann vorbeiführt. Nicht wahr? Was hast du Schönes dabei? Ja, du bist ja mit den guten Angeboten, ne? Ich weiß. Ich hab dich im Auge. Tommy. Tommy. So, dann haben wir noch einen Musterstein für die Musterkiste. Mehr ist nicht da. An Cleanstone und dann damit auch hier Pflasterstein, wie heißt er? Ziegelstein. Komme ich ja ganz gut dran, denn ich habe meine Behutsamkeitsspitzhacke dabei. Und muss da ja noch den ganzen Bereich unter der Burg ordentlich ausschachten, um dort dann auch die Stallungen unterzubringen. Und schon allein von dem her ist es dann überhaupt gar kein Thema. Musste gerade mal gucken, weil ich nicht sicher war, ob ich allein bin oder zu zweien oder zu dreien oder zu vieren. So, okay. Und deswegen kann ich dann davon noch viele, viele nachbauen. Auch wenn ich jetzt nur einen kleinen Steck davon dabei habe. So. Die Werkbank. So, jetzt mache ich mal schön in die Ecke. Dann räume ich hier mal alles rein. Und beim nächsten Mal setzen wir hier dann das Torhaus hin. Und bis dahin werde ich jetzt hier einfach mal ein bisschen mit der Behutsamkeitsspitzhacke loslegen und Stein aus dem Inneren der Burg, aus dem Inneren des Burgberges herauskloppen. Immer schön 4 hoch, damit die Pferde gut reinkommen. Und irgendwo da drin erweitert sich das dann auch noch. Aber ich habe jetzt erstmal genug Zeit und Platz, um hier ordentlich einen wegzukloppen. Das kann man dann so schön nebenbei machen. Ja. Und deswegen, liebe Freunde, könnt ihr auch schon mal abschalten. Ich mache hier noch ein bisschen weiter. Und beim nächsten Mal machen wir das Torhaus da draußen. Und vielleicht kommen ja schon dann die ein oder anderen Vorschläge, was ich mit den Türmen vor der Tür denn so Bonfortionelles anstellen soll. Liebe Freunde, bis dahin, macht's gut. Tschüss.